Die große Erkenntnis dieses Fernsehabends versteckt sich mitten im ersten Werbeblock. Da steht Stephanie Lab, die Torhüterin der kanadischen Frauenfußballnationalmannschaft, und eine Stimme aus dem Off fragt: Weil ich eine Frau bin, denkst du, ich kann dem Druck nicht standhalten? Dann stürmt Lab auf ihre Gegnerin zu. Und was, wenn doch? Zwischen all den Lippenstiftlippen, Sampoköpfen und Maschkara-Augen wirkt der Spot wie ein Befreiungsschlag. Das ist die Welt, in der die 12. Auflage von Germany's Next Topmodel um ihre Relevanz kämpft. Das Format ringt mit der Gegenwart. Das ganze Ausmaß des Problems wird in den ersten Sendeminuten offensichtlich. In kurzen Einspielern werden die vielversprechendsten Kandidatinnen der Modelcastings in Köln und München vorgestellt. Eine von ihnen ist Kline, 18 Jahre alt, besonderes Merkmal, Sommersprossen. Kline möchte Topmodel werden. Weshalb sie nun die altbewährten und über die Jahre wenig variierenden Sätze von der Traumkarriere in die Kamera sprechen darf. Mit einem Unterschied: Anders als viele ihrer Vorgängerinnen kann sich Kline an eine Welt ohne Germany's Next Topmodel nicht erinnern. Als die erste Staffel im Jahr 2006 startete, war sie in der ersten Klasse. Heidi Klum, eine Konstante in Klines Leben. Blöd, dass die Welt nicht eindimensional ist, wie unzeitgemäß und redundant die Sendung ist, haben auch ihre Macher verstanden. Im vergangenen Jahr gab es ein komplettes Makeover, einen neuen Juror und ein Spielprinzip, bei dem zwei Teams gegeneinander antreten müssen. Thomas Hau gegen Michael Michalski. Schwarz gegen Weiß. Blöd nur, dass die Welt nun mal nicht so eindimensional ist. Weshalb Modeschöpfer Michalski gleich zu Beginn der neuen Staffel das Team Diversity ausruft. Vielfalt für Germany's Next Topmodel. Meinungs- und Identitätspluralismus in Heides Heichel-Diktatur? Eine erfreuliche Stunde lang lebt DV Deutschland tatsächlich den Traum von einem besseren Topmodel. Da ist die 25-jährige Anna aus Berlin, die selbstsicher proklamiert, Deutschland sei bereit für die erste asiatische Gewinnerin. Oder die 20-jährige Giuliana, deren Geschichte als Transgender-Model sich ganz subtil in die Dramaturgie des Abends webt. Oder Maya, die Heidi Klum mit ihren unrasierten Achselhaaren völlig aus der Fassung bringt. Und da sagt keiner was? Fragt Klum entgeistert. Was sollen die denn sagen? Entgegnet Maya. Das Format erlebt mit diesen Kandidatinnen seltene Momente der Selbstermächtigung. So wie bei der dunkelhäutigen Letizia, die ihre natürlichen Kräuselhaare bei ihrem ersten Auftritt noch unter einer glatten Langhaarperücke versteckt. Doch dann folgt ein Akt der Emanzipation. Letizia zieht ihre falschen Haare ab und ist eine Runde weiter. Tissa is Mühschit, sang so lange Knolles in Dontuch Müha, einem der wichtigsten Songs des vergangenen Jahres. Sie hat ihn für Frauen wie Letizia geschrieben. Ein Schelm, wer dabei an eine Sklavengalere denkt. Doch der Traum von einem besseren Topmodel stirbt in einer Kasseler Flughafenhalle. Bei der finalen Prüfung des Abends stolpern unerfahrene junge Frauen in langen Abendkleidern über den Laufsteg. Hier verheddert sich ein Absatz im Saum. Da sinkt ein Kopfschamesschwert zwischen die Schultern. Die fiese Fratze der Schönheitsindustrie ist wieder da. Und über Model Heidi Klum sieht gnadenlos aus. Sie verteilt Flugtickets. In der kommenden Folge startet die große Modelkreuzfahrt. Ein Schelm, wer dabei an eine Sklavengalere denkt. Germany's Next Topmodel kämpft mit der Gegenwart und mit seiner eigenen Vergangenheit. Dass die Werbepausen zuweilen fortschrittlicher wirken als das Format selbst, ist kein gutes Zeichen. Und Mayas Achselhaare, die müssen dann doch ab. Sicher ist sicher. Klean ist immer besser, hat Thomas Hau gesagt.